Mist, dann wurde ich wieder raus teleportiert. Ich krieg das noch hin. Ich muss ja erst hier hin. Hatte ich ganz vergessen. So, ich lasse den nächsten noch vorbei. So, das geht ganz gut. So. Licht geht wieder aus. Und jetzt muss ich da drüben rein. So. Chitinmaske. Wäre was für Sie? Sparkling Lightning Spell. Ah, das ist nicht schlecht. Burst Spell. Achso, das ist Enchant Lightning Arrow. Ah. Book of Infinite Wisdom. Noch ein Saphir. Den behalte ich mal hier dabei. Und ja, ich muss wieder Essen verteilen, sehe ich gerade. Also du kannst wieder weg. Noch irgendjemand, der gerade hungrig ist? Nein. Und Infinite Wisdom. Du brauchst das auf jeden Fall nicht. Du hast nämlich schon 4 Punkte Vorsprung zu den anderen. Also jedenfalls zu ihr hier. Auch wenn du wahrscheinlich immer noch, ja, nachhinkst. Definitiv. Du könntest das vertragen, weil du hattest schon eins. Ja. So. Dann packe ich mal 4 Punkte in Earth Magic. Und einen in Spellcraft. Jetzt kann er bei Earth Magic wenigstens Poison Arrows machen. Scroll of Magic Armor. Das dauert noch ein bisschen. So, das heißt, wir können hier jetzt aus dem Spinnengebiet verschwinden. Wie immer, wenn jemand irgendein Secret anmerken möchte, das ich übersehen habe, einen Schalter, dann könnt ihr mir das ruhig verraten. Vielleicht nicht haargenau, wo er sich jetzt befindet, aber ihr könnt ja sagen, du hast im Spinnengebiet was übersehen. That should do it. We should stop by the Gaia Garden. Perhaps the perhaps die Leute sind in die Richtung escaped. Ja, da ist jetzt der Raum aufgegangen. Und ja, wir haben den Teil der unteren Ebene damit schon mal abgeschlossen. War zwar unnütz, weil wir schon ziemlich voll waren. Aber hey, ein Quicksave ist nicht zu verachten. Achtung, Wartungsdienst. Es ist unabdingbar, dass die Schriftrollen hier zerstört werden. Wir können nicht zulassen, dass der Gaia-Gateway-Zauber in die Hände der Wächter fällt. Yggdrasil mag zwar der einzige Weg für uns sein, zu entkommen, weil die
Ätherlande zu instabil sind im Augenblick. Ihr müsst die Kisten dort oder die Truhen dort leeren. Aber seid vorsichtig, weil sie mit Reserve-Explosionsgegenständen gefüllt sind. Am Amadakai Central Command. Jo. Oh, ach ja, ich wollte ja hier ein bisschen Zeug ausmisten. Und ich weiß leider immer noch nicht, wie ich hier an die Sachen rankomme. Das kann ich jetzt alles wegmachen, weil das habe ich gelöst. Nein, hier war es nicht, es war hier. Oh, die sind auf einmal alle verschwunden. Wahrscheinlich, als wir hier den Einsturz gemacht haben. Manual Endurance. Athletics. Hehehe. Du mich auch. Athletics ist ein Kriegerskill und ich habe keinen Krieger mehr. Lizardfang. Oh. Du warst der Bonecrafter. Beastron. Ich habe doch irgendwo noch die Schriftrolle, oder? Zwei Plain Ones on top. Und Lizard Fangs unten. Ein Bone Necklet in der Mitte. Und ein blutverschmierter Schädel in der Mitte. Also ich habe bis jetzt fast alles. Ich habe die Lizard Fangs. Die zwei. A Dark. Probier es mal mit dem hier. Nein, anlegen will ich das nicht. Weil der hier. Ist jetzt nicht so wichtig. Also ja, so. Ich speichere dazu vorher kurz mal. Okay, da bin ich wieder. Mir ist das Spiel mal wieder beim La Speichern abgestürzt. Keine Ahnung, warum das während der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das an der Aufnahmesession liegt oder an dem. Ja, an dem Modpack. So, ich habe also auf jeden Fall gespeichert. Konnte gerade speichern. Jetzt machen wir das mit dem Knochen nochmal. So. The Grimoire glows and cycles through the components held by the equipment Bonecraft. Only fighters and rogues who possess the Headhunter trait may perform rituals with the Trophy Belt. Ach ja, stimmt ja. Also bringt mir das gar nichts. Und ja, ich habe noch einen Lizard-Fang gefunden. Den kann ich mal wegpacken. Gut. Nutze ich die 5 Minuten noch, um hier mal auszumisten. Nee, das behältst du mal schön. Das Buch, das unnötig ist. Die Federkappe, die behalten wir auch, solange sie Ladungen hat. Muss aber nicht unbedingt zu dir, die kann zu einem der Magier. So, der Leinklopf kann noch weg. Und du kannst leere Flaschen haben.
So. Da kann ich nicht durch. Cool, neue Designs. Also ja, es ist das alte Tempeldesign, wie das hier, nur halt in einer anderen Farbe. Und ich höre Schnecken. Schnecken sind gut, die geben Essen. Und halten auch zum Glück nicht so viel aus. Wow, was bist du für eine aggressive Killerschnecke, ey. Du warst definitiv keine gewöhnliche Schnecke. Schnecke und Pilze. Ich sehe auch gerade, ihr habt andere Farbe. Habe ich gerade gewundert, dass ich mehr Pfeile habe, aber wir haben ja welche aufgenommen. Und ja, das, was zwischen dem Quick Save und dem Absturz passiert ist, habe ich noch schnell wieder nachgeholt. Also müsst ihr euch da keine zu großen Sorgen machen. Hi du. Du bist stark. Das gebe ich zu. Wow, du hast uns fast schon wieder rausgetrieben. Oh, so. Danke fürs Sterben. Und fürs Essen geben. Da muss ich ehrlich sagen, sind die Pilzmenschen hier etwas angenehmer. Okay, hier ist wieder eine Wand zum Einschlagen. Da läuft auch Gift und Galle aus dem Brunnen raus. Die Schnecke werden wir ja noch irgendwie tot kriegen. Out of energy. Aber nicht so gut. Da ist Sackgasse nämlich. Du mach uns nochmal einen Lichtzauber. Bevor du gar keine Energie mehr hast. Slash war nicht schlecht. Und ein Level Up für meinen Krieger. Beziehungsweise Waldläufer ja mittlerweile. So, jetzt würde ich mal sagen. Auf der einen Seite juckt es mich, mich dort weiter umzusehen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schon wieder am Ende der Aufnahmesession. Also würde ich sagen, gehe ich nochmal hoch zum Kristall, mache ein Autosave, sicher ist sicher. So. Gehe wieder hinab.
Und speichere nochmal ordentlich. Hier über LP15. Da, wo ich vorhin gerade speichern wollte, als das Spiel abgestürzt ist und ich dann offscreen gespeichert habe. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, je nachdem, wann ihr seht. Also tschüss.